Hallo, ich begrüße euch. Herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, ich habe meine Zettelchen in der Hand. Nein, keine Whisky-Nachrichten. Endlich mal ein Whisky-Wissen-Video. Ist schon, glaube ich, ein paar Jährchen her. Und ich dachte mir, ich traue mich mal wieder ran. Unabhängiger Abfüller habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich werde mich mal stets bemühen, jetzt in den nächsten paar Minuten, nicht zu viel komische Flausen euch in die Ohren zu setzen. Wenn ich was vergessen habe, wenn ich irgendwo nicht mehr richtig liege, dann korrigiert mich bitte unten in den Kommentaren. Auch ich bin nicht allwissend. Ja, und ich habe euch hier so einige unabhängige Abfüller mal einfach aufgestellt. Und es gibt nicht nur schottische unabhängige Abfüller, es gibt auch in Deutschland mittlerweile welche und in anderen Ländern der Welt. Ich habe euch hier natürlich nur Schotten mitgebracht und ja, was gibt's überall? Ihr seht hier schon Gordon MacPhail, Signatory, SMWS, Weems, Adelphi, Cadenheads, Ian MacLeod, Duncan Taylor, Maltman, Murray McDavid. Es gibt auch unabhängige Blends, die sich tatsächlich auch immer größerer Beliebtheit erfreuen. Douglas Lang und so weiter. Ja, und um die größten zu nennen, ihr kennt sie alle, Douglas Lang, Gordon MacPhail, Signatory sind in Schottland somit die führenden Top 3. Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn sich da keiner dazwischen geschlichen hat. Und ja, der Älteste ist ja Cadenhead seit 1842. Aber selbst Gordon MacPhail hat schon irgendwo bis ins 19. Jahrhundert reichen die, glaube ich, rein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 1895. Ja, was sind unabhängige Abfüller? Unabhängige Abfüller sind meist unabhängig, teilweise auch Familienunternehmen oder Privatbesitz. Und es gibt sie schon seit über 150 Jahren, wie zum Beispiel Cadenheads. Ja, und da sind in der Regel Unternehmen, die Whisky selbst abfüllen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, Fässer zu erwerben. Man muss vorab jetzt auch schon mal sagen, die Zeiten wie vor 30, 40, 50, 60 Jahren sind heutzutage natürlich ganz andere. Ja? Also heutzutage kann ich irgendwie in irgendeine Brennerei hingehen, irgendein unabhängiger Abfüller zum McKellen gehen und sagen, das und das und das Fass hätte ich gerne. Das wird nicht mehr funktionieren. Ne? Und das ist leider bei den meisten Brennereien so, dass die keine Fässer abgeben. Aber es gibt Brennereien, kleinere, so zweite, dritte Reihe, die sich hinten einstellen, die dann tatsächlich Fässer abgeben. Natürlich kann man dadurch auch ein bisschen Werbung für sich machen und so weiter. Also sie haben die Möglichkeit, die Fässer zu bewerben oder das New Make auch und sich das Ganze in eigene Fässer auch füllen zu lassen und dann bei sich zu lagern. Gelabelt wird das natürlich alles selbst und in der Regel ist es immer so, wenn ihr mal darauf achtet, ihr seht immer ganz groß auf den Etiketten den unabhängigen Abfüller und irgendwo ganz klein steht dann die Destillerie drauf. Es gibt auch unabhängig abgefüllte Flaschen, wo die Destille dann natürlich nicht verraten wird, ne? Wo die Fässer herkommen. Man kann das dann natürlich, wenn man eine gute Nase hat, vielleicht herausrechnen. Mir fällt jetzt spontan zum Beispiel Finn Lagan ein oder sowas. Ja? Unabhängig abgefüllte Islay Whisky quasi und keiner weiß, wo er wirklich herkommt. Es gibt Vermutungen. Ja, und die kleinen unabhängigen Abfüller haben in der Regel auch das Problem, dass sie wenig Spielraum haben und oft immer dann Fässer nehmen, was sie bekommen von kleineren Brennereien. Oder wenn es dann schon namhafte Sachen sind, dann bekommen sie halt vielleicht ausgelutschte Fässer, wo die Brennerei sagt, ja, dafür habe ich keine Verwendung für. Damit lässt sich kein Geld mehr für mich verdienen. Hier, was bietest du, was zahlst du, kannst du haben. Der Name wird sich dann natürlich beim Unabhängigen verkaufen. Der versucht, das Fass vielleicht noch weiter reifen zu lassen oder das Destillat nochmal umzufüllen in einem Fass. Man weiß es nicht, ne? Ja, es gibt auch unabhängige Brennereien, die schon ihre eigene Destille haben oder Geschäfte, wo zum Beispiel nur der Vertrieb läuft. Ja, und das Schöne ist bei den Unabhängigen, sie dürfen selbst entscheiden, wann abgefüllt wird, wann die Rahmenbedingungen so sind, dass sie sagen, der Whisky ist jetzt gut, der wird jetzt abgefüllt. Und Alter, Reife, Fassstärke, welches Batch, ob Single Cask und so weiter, ob Farbstoff, Kältefiltration, das dürfen die alles selber entscheiden. Das machen sie, wie sie wollen. So, was ist das Besondere an den unabhängigen Abfüllen? Das Besondere ist, dass man hier tatsächlich
immer wieder einen individuellen Geschmack bekommt. Denn ganz oft so eine Single-Cask-Abfüllung, wenn weg, dann weg. Ja. Und manchmal hat man einfach auch Glück, dass man unabhängig abgefüllte Flaschen bekommt, wo es kaum Originalabfüllung gibt. Mir fällt da jetzt Mordlach ein. Mordlach hat Originalabfüllung, die sind dann für den Massenmarkt gedacht, mit ihren 43 Volumenprozenten, sind auch sehr teuer und wenig Standardportfolio halt. Und Unabhängige haben, ich denke jetzt da wieder an Gordon McPhail, die haben gerne mal hin und wieder einen Mordlach, wo man dann noch so aus den 90er Jahren Fässer kriegt, die dann 20 Jahre das Destillate drin hatten, First für Sherry Butts, klar, darf man tiefer in die Tasche greifen, aber man bekommt sie noch zu Preisen, was man so als Originalabfüllung nie bezahlen würde, also ich zumindest nicht, die dann einfach deutlich teurer sind. Ja? Hier hat man die Möglichkeit, noch seltenere Destillerieabfüllung für weniger Geld zu bekommen. Ja, man bedenke McKellen Originalabfüllung, die 20 Jahre oder 22, die sind nicht mehr bezahlbar. Ne? Da kann man manchmal Glück haben, von Gordon McPhail gibt es immer einige mit 18, 20 Jahren. Und mittlerweile werden sie auch nicht mehr abgefüllt, aber selbst wenn man eine Auktionsplattform gibt, bekommt man welche. Ja? Sind vielleicht nicht ganz so gut wie das Original, keine Ahnung. Das darf jeder selbst entscheiden, aber man bekommt sie. Und das ist das Schöne. Ja, geschmacklich immer abweichend. Meist Single Cask oder sind halt individuell, oft Single Cask. Ja, wenn die Originale, die man so auf dem Markt hat von den Brennereien, sind immer kundenorientiert. Das ist einfach so, das kann man so sagen. Das meiste ist für den Massenmarkt. Die müssen immer gleich sein, die müssen gleich gut sein, weil sie in den globalen Markt einfach gehen. Ich sage mal, die unabhängigen Abfüllungen sind immer so ein bisschen was wie für uns, für Freaks einfach, ne? Die Whisky lieben. Ja, und die Unabhängigen waren tatsächlich auch damals die Ersten, die anfingen, einfach mit Fässern zu experimentieren. Und das meine ich zum Beispiel mit Finish-Geschichten. Ja, Rum, Fisch-Finish. Rum, Port, Sherry und so weiter. Diese ganzen Finish-Geschichten, das war so positiv, dass die Destillerien das irgendwann einfach aufgriffen. Also die Unabhängigen sind da tatsächlich Vorreiter. Ja, hohe Variationen fallen immer anders aus. Manchmal gut, manchmal schlecht. Ja. Wenn man eine Single-Cask-Abfüllung hat, eine Flasche und geleert und die hat einem so gut geschmeckt, oft ist es so, dass man die nicht nachbekommt und es ist ganz schwierig, ähnliche Abfüllungen dann nochmal zu ergattern. Manchmal muss man lange warten oder sie unterscheiden sich dann. Ja, wie kamen sie denn an die Fässer oder wie kommen sie an die Fässer? Ja, gute Fässer wie zum Beispiel von McCain und Artback oder ähnliches zu kaufen, ist quasi schierweg unmöglich. Gibt's nicht. Ist zu Ende. Es gab vielleicht nicht mehr in diesem Jahrhundert, sondern im letzten die Möglichkeit, noch was zu bekommen. Sie füllen halt lieber selber ab. Und früher war das so, wo der Whisky noch nicht so boomte oder wo die Rezession war, dass einfach die Brennereien hatten oft Überschuss an Malt-Whisky und die haben das Ganze einfach mal abgegeben. Und zwar wurde das dann auch vertrieben, der Malt Whisky über Broker. Ja. Und gegen Aufpreis konnten sich natürlich bei den Brokern die ganzen unabhängigen Abfüller auch diese Whiskys dann kaufen und bei sich nochmal reifen lassen. Die Großen, sage ich jetzt mal, haben oftmals auch noch alte Verträge mit den Brennereien. Und die alten Verträge, wenn die noch nicht ausgelaufen sind, da haben sie natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Also ich sehe zum Beispiel Gordon McPhail. Ich glaube, die haben ganz andere Beziehungen noch zu den Brennereien. Das könnte ich mir vorstellen. Da bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, ob das heutzutage 2020 noch immer so ist, dass sie da auch noch Fässer tauschen können oder vielleicht noch hier und da mal ein Fass abgreifen können bei bekannteren Destillerien. Ja. So ist die Geschichte letztendlich. Whisky-Industrie boomt. Man braucht keine Broker mehr. Fässer werden nicht abgegeben. Zoll achtet darauf. Die Lager sind verschlossen. Da kommt nicht jeder einfach so rein. Und letztendlich wollen sie die Fässer selbst behalten. Ja.
Jeder will Whisky trinken, die Asiaten, die Russen, die halbe Welt ist gierig nach Whisky, wir auch und so ist das halt. Ja, bis zu den 1960er Jahren beherrschen ja die Blends die Whisky-Industrie. Und bis Glenfiddich halt durch eine Werbekampagne den Single Malt versucht hat ans Völkchen zu bringen und das auch ganz gut geschafft hat. Und hier setzten halt damals auch die unabhängigen Abfüller. Die hatten noch ihr Portfolio und so weiter und haben dann angefangen natürlich auch selbst in ihrem Namen. Deswegen gibt es ja auch noch, sage ich noch, schöne Jahrgänge von Strathisler zum Beispiel, Glen Grant, Glen Libbert, alte Gordon McPhail Sachen aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Und selbst die werden jetzt schon knapp. Kauft diese Abfüllung. Die Preise steigen, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, und die werden nicht günstiger. Fässer aus diesen Jahrgängen, 70er, 60er, ist alles so gut wie weg. Und wenn dann irgendein Händler irgendwas hat, dann muss man hundertstellige, wenn nicht schon ein vierstellige, hundertstellige, dreistellige oder vierstellige Beträge schon einfach hinblättern. Ist nichts mehr da. Ja, im Laufe des Videos blende ich euch hier immer so ein bisschen die Etiketten ein und so weiter, ne, damit es nicht so ganz trocken wird. Die meisten kennt ihr. Es gibt ja noch so viele mehr, aber würde ich hier ein 2-Stunden-Video Spielfilmlänge machen. Ja, der Ausblick. Die großen Unabhängigen wissen letztendlich, was Sache ist und holen ihre Reserven raus. Sherry wird auch immer weniger und ja, schlechte Fässer sogar werden umgefüllt in frische. Man lässt den Whisky dann nochmal nachziehen. Ja, wenn man ausgelutschte Dinger denkt, das lag da jetzt ein paar Jährchen drin, pff, da kommt nichts, dann werden sie nochmal umgekippt und lassen sie nochmal ziehen. Und viele Brennereien sind einfach mittlerweile, oder viele Unabhängige sind soweit mittlerweile, die das Kleingeld auch haben, die gut laufen, die dann Brennereien auch selbst kaufen. Und ja, machen ihre eigene Geschichte. Ich denke immer so an Gordon McPhail mit Ben Romach, ja, die haben sie gekauft. Und Ben Romach macht super tolle Sachen, muss ich sagen. Bezahlbar, tolle Geschichten mit bei und probiert Ben Romach. Ist für mich absolut immer noch so ein Geheimtipp bei den Whiskys. So, jetzt habe ich einfach mal so spontan ein paar aufgeschrieben, wer nichts mehr abgibt. Es gibt, glaube ich, auch keine einzige Abfüllung von Bolvini oder Glenfiddich, also unabhängig abgefüllt. Wenn ich mich irre, schreibt es mir rein oder schickt mal einen Link oder so. Ich habe noch nie einen unabhängig abgefüllten Bolvini oder Glenfiddich gesehen. Ich bin der Meinung auch, die haben nie etwas abgegeben. Alles nur für sich. Ist ja auch nicht schlimm. Springbank, Lagavulin, Carl Ila, Glenfiddich, Bolvini, Artbeck, Glenmorangie, McKellen, Highland Park, Glenfarclas und so weiter und so weiter. All diese großen Namen, die geben nichts mehr ab. Es ist dicht. Ja. Nur Brennereien, die so irgendwo an zweiter, dritter Stelle irgendwo stehen. Da wird gebrannt und da wird noch gern abgegeben. Ist auch ein Stück weit ein bisschen Marketing, was ich vorhin schon sagte. Ja, und 90% der Destillen hier, bis auf Glenfarclas, Glenfiddich und so weiter, oder Springbank, gehören Großkonzernen. Das sind Großkonzerne, Diageo, Pernod Ricard, Moët Hennessy, Louis Vuitton. Es geht überall ums Geld, ne? Ist einfach so. Geld, Geld, Geld. Auch hier beim Whisky. Deswegen, ihr seid, oder wir sind Kunde, Endverbraucher, wie auch immer, und die wollen uns auch so viel aus der Tasche ziehen, wie es nur geht. Diese schöne Märchenwelt, die Romantik des Whiskys und bla und all, nix ist nicht. Das sind alles knallharte Konzerne, Geschäftsleute, auch die Ambassadors, das sind alles nur Leute, die an Whisky loswerden wollen. Je mehr, desto besser. Wie schön sich die Leute über Long Row Red jetzt aufgeregt haben. Ne? Nicht kaufen. Das ist einfach so. Und wer seine 120 Euro für eine Flasche hinlegt, der hat sie über und der hat Bock drauf. Alle anderen, hey, wir haben viel schöner, so viele schöne andere Sachen. Ja, und wohin die Reise geht mit den Unabhängigen, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber man kriegt ganz tolle Sachen bei unabhängigen Abfüllern noch für oftmals noch Gutes, Bezahlbares. Oftmals noch Gutes, Bezahlbares.
für gutes Geld. Bezahlbare Flaschen. So, das war's von mir. Einfach nur so ein bisschen Infos zu unabhängigen Abfüllen. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht und für die, die sich gar nicht auskennen, ein kleiner Einblick in die ganze Geschichte. Man könnte das noch ein bisschen größer fassen, aber ihr wisst ja, ich kann nicht so viel schnaddeln. Okay, korrigiert mich, wenn ich was vergessen habe oder was nicht mehr aktuell ist oder völlig Falsches erzählt habe. Auch ich lerne dazu. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.